da geht's schon los. Da geht's einfach schon los. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nachgefragt. Wir sind heute in Frankfurt in dem SPD-Bezirk Hessen Süd. Und bei mir zu Gast ist Christina Luxen, die Geschäftsführerin. Hallo. Hallo Nora, danke für die Einladung. Du bist nicht nur die Geschäftsführerin vom SPD-Bezirk Hessen Süd, du bist vor allem auch Stadtverordnete in Frankfurt. Mhm. Und du bist auch weit über die Grenzen Frankfurts hinaus, doch sehr bekannt inzwischen, vor allem wegen deiner politischen Arbeit. Aber bevor ich jetzt weiter darauf eingehe, würde ich dich gerne bitten, dich etwas vorzustellen. Danke für die Einladung, liebe Nora, dass ich mit dir heute das Gespräch führen darf. Ja, ich bin die Bezirksgeschäftsführerin des Bezirks Hessen Süd, des legendären SPD-Bezirks Hessen Süd. Wir werden jetzt 129 Jahre alt. Das ist halt auch nicht wenig für die, die sich in der SPD nicht so auskennen. Der SPD-Bezirk ist im Prinzip die Verwaltungsorganisation, aber auch die Denkfabrik der südhessischen SPD. Also wir haben hier 32.000 Mitglieder, deren Bestand wir pflegen. Wir halten hier die Finanzen. Ich kümmere mich um das Personal der 18 Unterbezirke, die wirklich von Wiesbaden bis zur Bergstraße, vom Vogelsberg bis in den Odenwald über ganz Südhessen verteilt sind. Ja, und im Ehrenamt bin ich Stadtverordnete, das sagtest du schon. Bin da auch, also Frankfurt ist eine Stadt, die ich wirklich sehr liebe. Und obwohl ich vor 25 Jahren erst hierher gezogen bin, aber so ans Herz gewachsen ist. Und ich bin echt dankbar, dass ich hier Stadtverordnete geworden bin. Aber das wird man natürlich ja auch gleich, sondern ich habe im Ortsbeirat, wohne in einem kleinen, beschaulichen Stadtteil in Frankfurter Norden. Da gibt es dann auch einen Ortsbeirat. Da habe ich erst als Kinderbeauftragte angefangen, habe da quasi Hortplätze ausgebaut, habe mich um die Belange der Kinder im Stadtteil gekümmert. Habe das Thema Jugendhaus ein wenig angestoßen und dann bin ich dann in den Ortsbeirat gewählt worden, war da auch eine Legislaturperiode stellvertretende Ortsvorsteherin und dann kam im Prinzip erst, sagen wir mal, auch die Idee fürs Stadtparlament zu kandidieren. Da ist natürlich auch immer ja, viele Leute, die für ein Stadtparlament kandidieren wollen und gerade um sich auch ein bisschen regional durchzusetzen, bedarf es da doch auch einiges Engagements und von daher freut es mich sehr, dass ich seit 2016 an der Politik in Frankfurt mitarbeiten darf und kandidiere jetzt wieder für die nächste Legislaturperiode. Mhm. Und meine Schwerpunkte sind die Bildung. Bin im Bildungsausschuss, bin auch eine der wenigen in unserer Fraktion, die Kinder haben. Und das merkt man dann schon und das braucht man schon, um da auch Sachen beurteilen zu können und dann liegen mir die Finanzen sehr am Herzen. Ich habe lange Jahre auch beruflich in der Verwaltung im Bereich Finanzen gearbeitet und kenne mich da halt auch sehr gut aus und bin natürlich dann Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss. Und ansonsten bin ich die Vorsitzende eines kleinen, aber feinen Ortsvereins, und zwar dem Ortsverein Haheim. Und wir haben jetzt, hey, 25 Mitglieder. Wow, ja. Gratulation. Gratulation, ja, aber trotzdem bei der Mitgliederversammlung, es kommen immer 14 oder 15. Wir sind nach wie vor kampagnenfähig. Ich habe jetzt ganz viele tolle Leute, neue Leute auch, die halt zugezogen sind und jetzt eingetreten sind. Und die auch manchmal fragt man ja auch einfach, wir hatten jetzt nochmal jemanden getroffen, mit dem wir schon lange Kontakt hatten. Und da habe ich gesagt, hey, ich habe schon lange nicht mehr gesehen, wie sieht es denn aus mit dem Eintreten in die SPD? Und dann ist er sofort am Infostand eingetreten und ist jetzt auch bei uns auf der Liste für den Ortsbeirat. Also wir hatten sogar mehr Leute, die Interesse hatten für den neuner Ortsbeirat, als letztendlich nachher auf die Liste gekommen sind. Und wir haben eine starke Verjüngung und ich bin echt happy. Also das ist ja... Klingt sehr positiv, ja, auf jeden Fall. Und wir haben aus jedem Neubaugebiet jemanden, der zugezogen ist, der da mitmacht. Aber haben natürlich auch viele Alteingesessene. Und es muss ja eine Mischung sein aus Alt und Jung, aus Neu, aus Urhaheimerinnen und Haheimern, Frau, Mann. Also ich finde... soll so ein bisschen ja auch den Stadtteil abbilden und von daher bin ich echt happy. Mhm. Ja. Das finde ich so faszinierend an dir. Du bist sowohl in wirklich ganz kleinem, unglaublich kommunalen
Ortsverein tätig, die wirklich der Kern an der Basis quasi bilden. Und gleichzeitig bist du auch so extrem überregional aktiv durch deinen Job als Geschäftsführerin. Das macht dich zu einer ganz, ganz besonderen Ansprechpartnerin, wenn es nämlich darum geht, um die Frage, wie können wir als SozialdemokratInnen vor Ort aktiv werden? Und du lebst da schon seit sehr, sehr vielen Jahren diese Devise SPD vor Ort aktiv sein, die Bedarfe und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger aufnehmen und sich für die einsetzen. Und genau darüber möchte ich heute gerne mit dir reden, über deine Erfahrung, aber auch über die Hilfe, die andere SozialdemokratInnen und auch anderweitig politisch Aktive natürlich vor Ort leisten können. Wie können wir denn auf die Menschen zugehen, die uns brauchen? Und wie gehen wir auf die Menschen zu, die glauben, uns nicht zu brauchen? Ja, das ist so eine Sache. Also ich glaube, das meiste passiert im persönlichen Gespräch. Also man lebt in seinem Stadtteil, man kennt die Nachbarn. Das ist jetzt durch Corona ja alles auch noch mal viel wichtiger geworden, das Quartier, so wie ich es nennen würde. Mit wem hat man Kontakt gehabt im Lockdown? Mit seiner Familie und aber auch nur mit denen, die in einem Haushalt gewohnt haben. Wenn man ab und zu mal zur Arbeit gefahren ist, hat man halt mit den Kolleginnen und Kollegen Kontakt gehabt und mit den Nachbarn. Also das habe ich festgestellt. Man hat ja doch die ein oder andere Präferenz zu dem einen oder anderen Nachbarn, aber da ist wieder einiges zusammengewachsen, was halt vorher, wo man halt auch außer Hallo eigentlich wenig Kontakt hatte. Ne? Und das ist im Prinzip, sagen wir mal, die Keimzelle des Gesprächs. Und dann ist man im Verein, man hat Schulkinder und man darf halt auch nie vergessen, man sollte halt im Ganzen bei allem nicht immer das große Rad erwarten, sondern es sind manchmal die vielen kleinen Dinge, die kleinen Mosaiksteinchen, die sich dann nachher zum großen Rad zusammenfügen. Weil jeder hat nur ein gewisses Zeitbudget, jeder hat verschiedene Interessen. Und ich sage mal so, wenn ich Mitglied bei Greenpeace bin, dann will ich auch nicht unbedingt aufs Schlauchboot. Aber wenn ich weiß, da ist jemand, der bei mir in der Partei ist, im Ortsverein, und den kann ich aber immer anrufen, wenn Flyer zu verteilen sind, dann ist für mich das schon mal eine großartige Sache. Und um das halt in einen Stadtteil reinzutragen oder dann nochmal, wie du sagst, in mehrere Stufen nach oben zu bringen, dazu bedarf es halt auch einfach machen. Und dann ergibt sich das schon. Ne? Also, und dann haben wir ja Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben ja auch ein Wertekostüm oder auch ein Menschenbild, was halt die Sache auch einfach macht, was das Zusammenleben für uns im Stadtteil, in der Familie, in einer Stadt, auch auf Landesebene, was das im Prinzip uns anspornt und was letztendlich unser Antrieb ist, die Gesellschaft einfach zu verändern. Und das fängt immer bei Gesprächen an, das fängt nie bei Ausgrenzen an, sondern das geht halt immer nur über Kommunikation. Da würde ich gerne dreimal für auf den Tisch klopfen, ganz genau, es funktioniert nicht mit Ausgrenzung. Ja. Ja, wir sagen es nochmal deutlicher für andere Parteien. Es funktioniert nicht mit Ausgrenzung. Ja, das kann man nur unterstützen, ja. Was genau machst du, damit die Menschen auf dich zukommen können? Jetzt außerhalb von dem privaten Umfeld. Wie positionierst du dich? Gehst du durch die Straße und sagst, hier, ich bin hier, gebt mir eure Probleme, ich kümmere mich drum. Oder wie läuft das? Dank Corona ist ja wahrscheinlich demnächst wieder mit dem Auto durch den Stadtteil fahren und mit dem Megafon sagen, hallo, wählt die SPD für die Kommunalwahl oder so. Nein, also letztendlich ist es ein Dauerprozess. Also zum einen wird man über eine gewisse Zeit bekannt. Dann wissen die Leute, man ist ansprechbar im Internet oder telefonisch. Die Leute wissen dann vor Ort, wen sie ansprechen sollen. Aber dann gibt es halt auch ganz, ganz arg viele, die es nicht wissen. Und als Stadtverordnete ist man ja auch nicht nur Stadtteilpolitikerin, sondern halt auch für alle in Frankfurt. Und da haben jetzt mein Stadtverordnetenkollege, der Abdennasser Ganuk und ich, wir hatten im Sommer eine verrückte Idee. Wir haben gesagt, ach, lass uns doch mal eine Open-Air-Sprechstunde machen. Ich habe das Format habe ich selber schon über mehrere Jahre jetzt gemacht im Stadtteil. Aber wir haben gesagt, ach komm, der Frankfurter Norden, wir sind die einzigen Stadtverordneten
aus der SPD, die im Prinzip für den Frankfurter Norden, und dann zähle ich aber bis zum Dornbusch mit dazu, also das ist schon fast die Hälfte der Stadt, die, wow, die zuständig sind. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen es jetzt so, wir haben 10.000 Flyer drucken lassen, haben die in jeden Briefkasten geworfen, da war unsere Adresse drauf, da ist unsere Telefonnummer drauf und die gibt es immer noch. Und dann haben wir die in die Haushalte in verschiedenen Stadtteilen verteilt und haben auf der Rückseite auch nochmal angekündigt, wo wir feste Termine haben, wo man uns ansprechen kann. Ja, und dann sind wir halt an neuralgische Punkte, also die U-Bahn vorm Schwimmbad, auf Spielplätzen. Das war erstmal so ein bisschen die Idee, wir wollten auch so ein paar Produkte, wie die Stadt Frankfurt, was wir auch erreicht haben. Ne? Mhm. Also wir haben kostenloses Schwimmen für Kinder bis 14. Das wollten wir auch alles so Sachen auch noch mal ein bisschen publik machen. Dann gibt es ein Kultur- und Freizeitticket, wo man in den Zoo, in die Museen mit seinen Kindern kostenlos kann bis 18 Jahre. Und da haben wir erstmal so Sachen so ein bisschen einfach nur niederschwellig publik gemacht und haben dann noch mal darauf hingewiesen, dass wir halt auch ihre Sorgen und Nöte, und dann kam halt, ist es über uns hereingeprasselt. Also, echt? Ja. Also das war in den Stadtteilen sehr unterschiedlich. Aber wir hatten Stadtteile, Leute kamen 3 bis 4 Mal, Leute haben uns an, also wir haben eine Familie, die wir jetzt dauerhaft betreuen, also, und die uns auch wirklich total ans Herz gewachsen ist, mhm, also so eine nette Familie, also die Frau rief uns an, ich erzähle das einfach mal, rief mich an und sagte, ja, also sie selbst sind aus Moldawien, wohnen aber schon länger hier und haben Kinder adoptiert, die jetzt erst durch Corona halt jetzt erst zu ihnen nach Deutschland kommen sollten. Mhm. Und dann, die sind dann im Juli erst gekommen, obwohl die Adoption schon lange her ist. Und dann hat sie gesagt, was mache ich jetzt? Wie kann ich die Kinder einschulen? Mhm. Und dann habe ich, man kennt sich in vielen Sachen auch nicht aus, ne? Also wenn man halt selber, ich habe 3 Kinder, dann ist der Kindergarten, hat dann irgendwann dir ein Formular auf den Tisch gelegt und das hast du ausgefüllt und dann war irgendwie eine Einstellungsuntersuchung oder so eine Schuleingangsuntersuchung. Ja, und dann irgendwann war das Kind eingeschult. Ne? Dann habe ich erstmal beim Schulamt angerufen und die haben, also da muss ich sagen, ganz, ganz arg tolle Leute. Mhm. Da war ein Kollege, der hat sich auch nochmal ausdrücklich bei uns bedankt, dass wir das so machen und hat auch nochmal darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass wir die Menschen so positiv aufnehmen in unserer Stadt und die uns auch so viel zurückgeben. Und das kann ich auch nur, in dem Fall kann ich das nur bestätigen. Also das ist, wir begegnen uns jetzt immer, wir trinken mal einen Kaffee zusammen oder die Frau sucht jetzt einen Verein, wo sie auch ihre Deutschkenntnisse ein bisschen aufbessern kann. Und da helfen wir, unterstützen mit der Krankenversicherung und so Sachen halt. Und ja, und das sind halt so Sachen. Und die Frau sagte dann, als ich sie besucht habe und diese ganzen Tests mit den Kindern gemacht, sagt sie, sie hätte gebetet. Sie hat sich keinen Rat gewusst und dann hat sie gebetet und dann wäre dieser Flyer von uns im Briefkasten gewesen. Also ich fand das so rührend. Also es war, also ich hatte echt die Tränen in den Augen. Ne? Und da habe ich gesehen, wie wichtig das ist. Ne? Und das, sagen wir mal, das war jetzt ein ganz großes Thema. Wir hatten auch Familien, die wohnen mit 7 Leuten in einer 2-Zimmer-Wohnung und kriegen, der Mann hat die Arbeit verloren, weil er Nachtdienst hat, der konnte natürlich tagsüber nicht schlafen. Ich meine, es kann man sich vorstellen, mit 5 Kindern und tagsüber. Da haben wir uns jetzt drum gekümmert, dass das nächste freie 4-Zimmer-Wohnung, dass die ihm ist und da ist alles auch so weit angeleiert. Dann sind es auch manchmal Kleinigkeiten, also da ist eine Bank völlig, eine Ruhebank einfach völlig im Eimer, die muss dann mal ausgetauscht werden oder der Buhlplatz braucht noch mal ein Upgrade, sage ich jetzt mal. Und ja, da sind tolle Kontakte entstanden und dann haben wir erstmal festgestellt, wie wichtig das ist, dass wir das viel häufiger anbieten. Mhm. Und da sind dann 22 Termine draus geworden, wow, über den Sommer und wir hatten, yay, nur schönes Wetter. Und inzwischen haben auch einige Kollegen von uns das Format übernommen.
Und auch teilweise noch mal modifiziert. Also für uns war es halt einfach nur wichtig, da zu sein und uns Sachen anzuhören und das dann auch zu regeln. Wir geben auch für jeden Fall eine Rückmeldung. Manche Sachen sind halt auch schwieriger, ne? Also im Frankfurter Norden fehlt eine Seniorenwohnanlage in einem Stadtteil. Man möchte ja doch auch gerne da bleiben. Da haben wir jetzt auch schon eine Immobilie gefunden. Da stehen 78 Wohnungen leer, quasi als Komplex. Oh, wow. Da könnte man ja als Stadt mal was draus machen. Natürlich muss man die Eigentumsverhältnisse klären, aber vielleicht kann man auch einfach mal sagen, hier, wir hätten Interesse daran und jemand, der da nicht mehr wohnt, hätte vielleicht auch Interesse, die Immobilie einfach loszuwerden. Und man kommt da ins Geschäft. Also ich rede jetzt nicht hier über Enteignung, aber einfach mal ein Ansporn. Ne? Dann stehen Fahrradwehständer irgendwo mitten am Weg, die mussten weg. Dann riefen mich drei Eltern an, die für ihr 5-jährigen Kinder keinen Kindergartenplatz haben. Und das ist dann halt auch immer, wo ich dann auch feststelle, es sind immer migrantische Eltern, die einfach nicht die Kraft haben und die Power für sich, also und auch keine Unterstützung kriegen, ne? Für sich das in irgendeiner Form zu schaffen. Die sind teilweise zugezogen aus anderen Städten. Dann ist man erstmal überfordert. Man muss ja bei uns alles übers Kindernet anmelden. Also Informationen, das ist das A und O. Vielen fehlen einfach die Infos. Dann war eine somalische Mutter, die sagt, ich habe kein Internet. Ne? Dann geht es ja schon los. Wir gehen immer von einem gewissen Standard aus. Und letztlich muss man von dem ausgehen, was vor Ort wirklich die Realität ist. Und da konnten wir helfen und da habe ich mit ihr zusammen, habe ich mein iPad mitgenommen und haben wir zusammen die Sachen ausgefüllt. Und also es ist einfach, ja, es ist niederschwellig helfen und ich habe den Eindruck, es geht einem ja manchmal selber so, Verwaltung ist kompliziert. Viele gesetzliche Neuerungen sind kompliziert. Also wer weiß das zum Beispiel, dass man heute im Prinzip, wenn man sobald man hier das Grundstück verlässt, eine Maske tragen muss. Viele Informationen kommen nicht mehr an und da haben wir, glaube ich, eine ganz schöne Lücke geschlossen. Und wie gesagt, ich kann jetzt noch 1000 Sachen auf. Also Müll ist halt, das war ja während Corona generell ein Riesenproblem. Ne? Also hier überall waren draußen Partys und dann lag der Müll rum und das war natürlich auch auf den Spielplätzen. Dann haben wir Spielplätze in jedem Stadtteil, da muss man sich auch nichts vormachen, da werden abends Drogen vertickt. So, was macht man da? Ne? Also die Eltern haben natürlich keine Lust, die Tütchen im Sand zu finden und sowas halt. Und da haben wir jetzt einen ganz schönen Kontakt zum Schiedsmann vor Ort. Da gibt es jetzt wieder von der Polizei jemanden, der auch in so einem Art Quartiersbüro sitzt, wo der ansprechbar ist, der hat sich jetzt angeboten, der macht jetzt mit uns mal einen Rundgang auch nochmal. Und es ist ja nicht so, die Polizei weiß ja, was abgeht. Also es ist, viele Sachen werden beobachtet, aber nichtsdestotrotz für die Eltern, die in dem Moment mit dem Ding konfrontiert werden, ist es natürlich eine Belastung. Das ist einfach Frage. So. Außer Frage. Ja, oder auch in Wohnungsbaugesellschaften, da sind halt auch viele Familien mit Kindern. Das wird teilweise sehr stark, das Zusammenleben wird da reglementiert von den Wohnungsbaugesellschaften. Da suchen wir halt auch, ja, es ging dann einfach auch mal um, einfach nur um ein Schwimmbecken aufstellen. Also das, da wird gemeckert und ja, es geht manchmal auch um das Zusammenleben. Also manche wollen halt Ruhe, andere haben halt kreischende Kinder, so wie das halt ist bei Kindern. Ne? Also und dass man da, und da haben wir dann auch vorgeschlagen, soll man einen Flohmarkt machen oder einfach so ein kleines Fest in der Wohnanlage und dann kommt man ja manchmal auch nochmal zusammen und ja, und dann kam halt wieder Corona und da sagen wir mal, jetzt kann man jetzt auch nicht mehr machen. Ne? Das sind Sachen, die, da hatten sie auch selber gesagt, da haben wir im Moment Angst, aber es ist eine Idee, die greifen sie auf für nächstes Jahr, wenn man ja hoffentlich dann auch wieder solche Sachen auch machen kann. Ne? Also, ja. Das klingt ja echt unglaublich, wenn man von diesem Pluralismus ausgeht und diesen vielfältigen Problemen, die da an euch herangetragen werden. Das ist ja wirklich von städtebaulichen, infrastrukturellen Fragen bis zu ja, Frage nach Internet, nach sozialen Konflikten und so weiter. Wie ist das für dich? Wie arbeitest du das auf? Also die Leute geben ja dann
quasi einen Einblick über ihre Problematiken und die Problemfelder, die sie haben. Und du setzt dich dann dran und probierst da zu helfen. Ist das nicht auch gerade am Anfang, wenn man mit so vielen verschiedenen Thematiken quasi überhäuft wird, nicht unglaublich belastend? Oder würdest du sagen? Nee, also da kann ich nur empfehlen, im Team wirklich zu arbeiten. Und das war mit dem Abdel Nasser ganz toll, weil wir haben auch von den Ausschüssen, in denen wir vertreten sind, haben wir unterschiedliche Schwerpunkte. Mhm. Und dann kommt unser berufliches Wissen noch dazu. Und mein Stadtverordnetenkollege, der Abdel Nasser, ist Betriebsrat. Also der kennt sich halt dann auch in vielen Dingen auch aus und auch, was weiß ich was, Themen Krankenkasse oder sonst irgendwas. Und da haben wir uns echt toll ergänzt. Also, mhm. Und das ist, glaube ich, das A und O und auch das Erfolgsrezept, dass man da nicht alleine meint, man müsste die Welt retten, sondern dass man da wirklich sich als Team, und man ist ja auch ein Team in der Fraktion, zusammentut. Und wenn man gar nicht mehr weiter weiß, also ich habe mich auch durchtelefoniert bei der Verwaltung, wenn wir beide da gesessen haben und die Schultern hochgezogen haben, da haben wir dann auch, da habe ich einfach mal angefangen zu telefonieren und irgendwo, und meistens, wenn man dann sagt, na, ich weiß nicht, ob ich bei Ihnen richtig bin, aber Sie können mir wahrscheinlich helfen, dann ging das. Und wir haben da auch echt tolle, also die Verwaltung in Frankfurt, da gibt es natürlich auch immer Ausnahmen, aber das war echt toll, also wie die uns geholfen haben und wie zeitnah und wie schnell wir da auch Probleme gelöst haben. Das war einfach richtig toll. Und deswegen, also natürlich ist das ein Einblick in eine Welt. Man hat ja selber seine eigene Welt und das ist teilweise schon auch schwierig. Ne? Mhm. Also und da muss man schon gucken, dass man das auch nicht mitnimmt. Aber nee, also ich muss sagen, ich fand es eigentlich, fand's eigentlich erstmal positiv und man kann im Gespräch mit allem was klären. Ich war gerade leicht irritiert. Du hast ja jetzt schon, warte, jetzt habe ich gerade drüber geguckt. Was Jens wohl tut. Jens schreibt auf. Du hast ja jetzt davon erzählt, dass die Leute auch in Massen, so hört sich das ja quasi an, zu euch gekommen sind und auch Hilfe von euch wollten. Wie war denn deine zwischenmenschliche Erfahrung dabei? Also wurde das immer positiv angenommen? Gab es da auch mal ein negatives Feedback oder eine negative Resonanz? Oder wie verhält sich das so ein bisschen vom Verhältnis her? Also 90% positiv. Und dann kamen natürlich auch Leute, die gesehen haben, dass wir kommen. Wir hatten ja nicht nur geflyert, sondern auch plakatiert, die dann auch erstmal ihren Frust losgelassen haben und auf uns geschimpft haben. Aber das waren auch schon Leute, die eigentlich immer kommen und schimpfen. Und ja, es ist halt dann immer ein anderes Thema, was wir auch festgestellt haben. Viele kamen einfach nur, um zu reden. Also viele, die alleine leben, einsam sind. Das ist für mich auch ein ganz großes Thema, Einsamkeit, was auch in der Gesellschaft noch nicht so erkannt worden ist. Das hat man richtig gemerkt. Die haben ihre Abendspaziergänge oder Gänge oder ihre, ja, ihr Leben vom Einkaufen, sind ihnen dann nochmal bei uns vorbeigekommen. Cool. Und haben dann nochmal 20 Minuten oder so mit uns gesprochen, einfach erzählt, dass die Kinder in Amerika leben und jetzt ist ja alles so schwierig und sie sind alleine. Oder eine Frau sagt, ja, sie würde auch mehr teilnehmen am Leben, aber sie kann sich eigentlich auch eine Busfahrkarte nicht leisten. Und ja, das ist schon, das sind 2,75 € mal zwei, ne? Also auch wenn man ein Tagesticket nimmt, aber das ist Geld, was man erstmal haben muss. Und das, wie gesagt, das waren so Sachen, die dann auch dazu kamen. Aber natürlich kamen auch welche, haben gepoltert, gemeckert und ach, und wir sind ja alle und ja, und uns wählen sie sowieso nicht. Ja, ging ja in dem Moment auch nicht ums Wählen. Ja, aber klar, die hast du immer. Und meistens Männer. Ist so. Also, ja. Ja, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Ich glaube aber inzwischen, das gehört also sowohl intern als auch extern bei SozialdemokratInnen dazu. Die müssen manchmal irgendwie auf den Putz hauen. Für die emotionale Gelassenheit, glaube ich, manchmal. Ja, aber ich glaube, das waren keine Sozialdemokratin. Also nee, aber natürlich sind wir dann auch eine Adresse, an die man gut... wir sind einfach ein guter Adressat, ja, für solche Kritikpunkte. Da kommt ja auch immer wieder wahnsinnig spannende Dinge. Und ich kenne das auch, wenn Leute einen dann anschreiben wegen Problemen und am Ende stellt man fest,
Das sind keine direkten Probleme. Das ist einfach mal auf den Tisch gekloppe und das kann ja wohl nicht sein, Manier. Wo es gar nicht so wirklich darum geht, was zu ändern. Und ich bin da persönlich manchmal ein bisschen überfordert, weil ich nicht weiß, wie ich da am besten reagiere. Und du warst ja jetzt in so vielen verschiedenen Situationen, nicht nur in dieser, sondern auch in positiven Situationen. Leute, die damit jetzt gar keine Erfahrung haben, die sich jetzt das erste Mal in die Öffentlichkeit wagen mit so einer Sprechstunde, würdest du sagen, da gibt es so Verhaltensregeln oder praktisch, wie sprichst du denn mit den Bürgerinnen? Wo sind denn da deine Schwerpunkte? Naja, also da hilft es auch wieder im Team zu sein. Da kann wirklich dich jemand aus einer Situation rausholen, die halt nicht so doll läuft, wenn man das mitkriegt, wenn man auch wirklich angegriffen wird, wenn die Leute dann näher kommen. Und also man sieht das ja auch. Gerade jetzt ist es ja wichtig, Distanz zu halten. Und wenn man merkt, dass jemand einfach, um seine Kraft auszutreten, nochmal näher an dich rankommt, dann kann immer jemand dazukommen und einen aus der Situation rausholen. Ansonsten, also ich sage mal so, die Welt ist eigentlich im Großen und Ganzen positiv und gut. Also das ist, also alle haben es eigentlich auch als Angebot angesehen. Und wie gesagt, die zwei Polterer hat man immer. Aber war das die Frage, die du so erwartet hast? Also ich, Ja, genau. ja. Also so allgemein. Aber auch nochmal eine andere Frage. Du sprichst ja im direkten Kontext mit Menschen. Nun gibt es ja aber auch welche, die können jetzt nicht zu solchen Sprechstunden kommen oder ähnliches. Wie gibst du diesen Personen auch noch die Möglichkeit, Kontakt zu dir aufzunehmen oder diese zu informieren über irgendwelche Sachverhalte? Also das ist unterschiedlich. Wie gesagt, wir haben ja die Flyer jetzt. Die Telefonnummer ist da. Das nutzen auch viele, weil die dann auch sagen, ich habe jetzt keinen, die Kinder sind nicht betreut und ich habe aber ein Problem. Generell das Thema Informationen, was sehr wichtig ist für die Leute, da ist ganz unterschiedlich. Zum einen haben wir im Frankfurter Norden Ortsvereinszeitungen, in denen ich zum Beispiel auch eine Kolumne habe. Und da berichte ich immer aus dem Stadtparlament zum Beispiel. Und da sind auch meine Kontaktdaten immer hinterlegt. Da kann mich auch jeder immer anrufen. Meine E-Mail ist da. Und das wird auch genutzt, also auch zu konkreten Fragestellungen. Ansonsten Verweis, man ist ja im Internet zu finden. Ne? Also, oder man hat einen Ansprechpartner in der Fraktion und da sagt die Fraktion dann auch, ah ja, Frankfurter Norden, ruf mal die Christina an oder wenn es ein anderes Thema ist, wird dann auch mal ein Kollege, ich brauche auch mal den Rat von Kollegen, die sich im Planen und Bauen deutlich besser auskennen als ich und wo wir dann gemeinsam solche Dinge lösen. Also wer was loswerden will, der schafft das, weil wie gesagt, man ist gut zu erreichen und wir haben auch Schaukästen, wo die Kontaktdaten drin sind und aber ansonsten muss man halt mal jemanden fragen und dann kommt man schon bei uns an. Das geht schon. Ja. Wunderbar. Eine Frage habe ich noch, du hast das Thema vorhin schon angesprochen. Quartiersbüro hast du mal als Stichwort fallen lassen. Was genau verbirgt sich denn hinter Quartiersbüro? Ja, gut, das ist natürlich was ganz Großes, ne? Also es gibt von der SPD Rheinland-Pfalz ein Projekt Quartiersbüro Ludwigshafen. Da hat die SPD vor Ort festgestellt, es gibt Stadtteile, in denen sie als Partei nicht mehr vorkommen, wo sich bei den Wahlen auch widerspiegelt, dass der Anteil der AfD sehr hoch ist, wo halt die Wahlbeteiligung fast auch also ganz gering ist, also wo man schon feststellt, das politische Leben, die Demokratie wird eigentlich nicht mehr gelebt. Und da hat die rheinland-pfälzische SPD überlegt, wie können wir der Sache begegnen und hat ein Projekt gemacht, das sogenannte Quartiersbüro. Jetzt nicht zu verwechseln mit Quartiersmanagement, was ja eher eine städtische Angelegenheit ist, sondern sie haben einen Raum gemietet, und da sage ich jetzt mal ganz platt, da war die Ursprungsidee, da sind halt immer mal Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die vor Ort zur Verfügung stehen, um als Ansprechpartnerinnen zu dienen. So, aber das alleine hilft ja nicht, dass solche
Büros besucht werden, sondern man hat diese Räumlichkeit auch zur Verfügung gestellt für Vereine, die mal sich treffen wollten, die aber keinen Verein gefunden haben. Es gab auch mal konkrete Angebote für Jugendliche, für Kinder, für keine Ahnung, also ganz unterschiedliche Sachen, sodass im Prinzip dieser Gang zu diesem Quartiersbüro schon mal selbstverständlich wurde. Und dann war dann daneben, war dann halt nochmal die SPD vertreten und hat halt Themen der Bürgerinnen und Bürger aufgenommen und versucht zu lösen, also als Kümmerer sozusagen. Mhm. Und das läuft sehr gut. Das hat sich auch, dadurch haben sich auch die Wahlergebnisse, also das zum einen das Wählen ist deutlich, also die Wahlbeteiligung ist höher geworden. Und die Ergebnisse für die SPD haben sich deutlich verbessert. Mhm. Und das sind natürlich Effekte, die feststellen lassen, dass ja, die Leute schon jemanden wollen, an den sie wissen, an den sie sich wenden können. Und die wissen auch bei uns, also hier werden sie geholfen, sage ich jetzt mal, um diesen alten Spruch zu bemühen. Von daher haben wir das jetzt für den Bezirk Hessen-Süd auch mal überlegt, haben da auch anhand dieser Indikatoren, also Wahlbeteiligung, dann AfD-Wählerschaft, haben wir dann halt auch mal unsere einzelnen Wahlbüros oder Wahlbezirke analysiert. Und da sind wir schon auch auf 2 oder 3 Stadtteile konkret in Frankfurt gekommen. Also Offenbach stand, war auch noch ganz, ganz nah davor, weil es halt auch von der Struktur her wahrscheinlich ganz gut passt und vergleichbar ist mit Frankfurt. Und da ist jetzt die Überlegung, wie wir das angehen. Ich habe das Thema auch, als ich war im Sommer im Harz, paar Tage in Urlaub, und da ist mir schon aufgefallen, dass in den Städten, auch in den Kleinstädten, da war immer mitten zentral, da ist man unweigerlich vorbeigekommen, das Büro der SPD. Und da war auch, da stand hängen an der Tür, wann der Bundestagsabgeordnete da ist, wann der Landtagsabgeordnete da ist, wann die Stadträte vor Ort sind oder die Stadtteilpolitikerinnen oder Stadtpolitiker. Also das war wie ein, ja, ganz normal, wie eine Sprechstunde, wie beim Arzt, und wo man wusste, das ist was Regelmäßiges und nichts einfach nur ja, ab und zu mal, ne? Sondern da wurde sich schon auch gekümmert. Und wir verstecken uns immer so ein bisschen. Wir haben hier auch so ein richtig tolles Haus, ne? Und eigentlich müssten wir auch unten, das ist jetzt auch schon deutlich besser geworden, alles deutlich mehr offen halten. Wir haben jetzt schon die riesigen Fahnen, also wir sind jetzt nicht mehr zu übersehen. und das ist aber teilweise in anderen Städten, ist halt die Unterbezirksgeschäftsstelle nicht immer in der Mitte der Stadt, sondern teilweise in einem Industriegebiet, weil wir ja auch immer große Lagerflächen brauchen. Und mal vorbeilaufen ist schon wichtig und vorbeilaufen können und eine offene Tür zu finden. Und von daher haben wir die Idee, wollen wir jetzt nochmal aufgreifen. Aber es ist halt, ja, es ist halt immer alles, was man gleichzeitig machen könnte. Und es ist natürlich auch ein finanzielles Problem, dass man da jetzt bei den Mieten im Moment in einer zentralen Lage, wo wir jetzt auch gesagt haben, das ist der Stadtteil XY, eine Immobilie zu finden, die für uns bezahlbar ist und wo wir halt da jemanden hinschicken können. Mhm. Ja. Ich habe heute echt für meinen Ortsverein schon viel aus dem Gespräch mitgenommen. Zum Beispiel, wir hatten selber eine ganze Weile eine Sprechstunde im Angebot. Wir haben ein toll zentral gelegenes Büro, muss man auch dazu sagen. Da haben wir schon einen Haken dran. Ja, super. Ja, definitiv. Nur wir hatten leider irgendwann das Problem, dass trotz einer Ankündigung in der Zeitung doch gar nicht so viele Leute mehr gekommen sind irgendwann, sodass das irgendwann eingeschlafen ist leider. Mhm. Aber ihr habt gesagt, ihr habt vorher geflyert mit euren Termin. Ich habe den Flyer ja zum Glück auch gefunden. Ja. Und da habt ihr ja echt an verschiedenen Orten mit Datum belegt, wann ihr wo seid. Ich halte das für eine echt prima Idee. Vor allem auch die Idee, das draußen zu machen. Ich meine, das hat jetzt nochmal einen ganz anderen neuen Reiz mit Corona, das nicht in geschlossenen Räumen zu machen. Weil unser Büro zum Beispiel ist sehr klein. Wenn da spontan 2 Leute kommen, hätten wir schon ein Problem, muss einer draußen warten. Schwierig gerade, ja. Definitiv. Ja. Nee, draußen ist im Moment, klar, das Wetter wird jetzt immer schlechter, aber draußen ist generell
gut und das hatte auch was. Und wie gesagt, und dann war halt durch Corona, gerade vor dem Schwimmbad, ne, wir hatten hier zwei Einlasszeiten am Tag nur noch, also um 10 war Einlass und um 14 Uhr und nee, um 15 Uhr. Und dann konnte man im Prinzip genau zu den Punkten, und da hat man alle erwischt, ne? Also teilweise auch schon die Schlange konnte man abgehen und dann waren wirklich, und dann war, konnte man auch wieder gehen. Und wir sind teilweise, wir hatten hier das Mobil von der von Unterbezirk. Und da sind wir mit dem Auto hier aus so durch die Stadtteile gefahren, haben da mal an, da angehalten und da angehalten. Also wir, das ist halt auch eine gute Idee. Mhm. Also wenn man was hat, wenn man investieren möchte, in was, was man halt ganz schnell aufbauen kann. Also die, der Frankfurter Unterbezirk, der hat jetzt von der Lufthansa diese Bordwägelchen sich gekauft. Und zwar, die verkaufen die im Moment und den haben wir jetzt beklebt. Und da sind ja diese Schubladen drin, da ist eine Kühlung drin. Und da hast du das ganze gesamte Material, mehr brauchst du nicht. Mhm. Du lädst dieses Ding aus dem Auto, stellst dich irgendwo hin oder nimm eine rote Bank und du ziehst mit so einer roten Bank durch, ein, durch die Stadt oder durch einen Stadtteil. Das fällt ja auf. Mhm. Ne? Die Leute mögen es auch, wenn du zu ihnen kommst und nicht, wenn du sagst, ey, ich bin da und da. Und deswegen ist es schön, wenn man halt verschiedene Standorte hat. Mhm. Ne? Wenn man sagt, ah ja, nächste Woche sind wir im Neubaugebiet so und so. Ihr habt ja ein riesiges Neubaugebiet in Karben da. Da setzt ihr mal diese Bank mitten rein. Ne? Wir haben auch ein Neubaugebiet. Da sind auch mehrere, also zig Wohneinheiten gewesen. Das war aber Privatbesitz. Da haben wir den Eigentümerverein gefragt. Mhm. Und dann haben wir uns auch mitten drauf gesetzt. Das haben wir dann, das war jetzt aber vom Ortsverein. Und das mögen die Leute, wenn sie zu ihnen kommst, kurze Wege hast und dann irgendwie ein Symbol, womit du erkennbar bist. Also entweder ein beklebtes Auto oder halt auch so eine rote Bank oder auch, wie gesagt, dieser Trolley da, der war also, wir überlegen jetzt, ob wir uns den auch, also wir verkaufen den auch, ist aber nicht gerade billig, weil, aber da hast du alles. Da hast du eine Schublade für die Kugelschreiber, eine Schublade für die Cola, keine Ahnung. Also es ist wirklich eine tolle Sache. Mhm. Und dann, und das ist so einfach. Ne? Mhm. Da sagst du hier, wer von euch hat hier am Samstag Zeit? 2 Stunden und dann gehst du mit 2 Leuten, das reicht. Mhm. Mehr brauchst du nicht, ne? Mhm. Für einen Wahlkampf. Und draußen, und dann schiebst du das Wägelchen vor dir her und fertig. Ne? Also auch gerade im ländlichen Raum, ich meine, Karben ist ja noch Rhein-Main-Gebiet, Metropole, aber sagen wir mal, im Vogelsberg, da brauchst du irgendwas, was, was visualisiert und wo du halt auch die Kilometer schaffen kannst, schon allein beim Flyern oder beim Tür zu Tür von einem Familienhaus zu einem Familienhaus, da läufst du ja schon die Füße platt. Und da ist es halt, Hochhäuser ist halt super. Ne? Da fährst du bis oben und dann klingelst du an jeder Tür. Und also wir haben jetzt auch ausdrücklich empfohlen und haben nochmal eine Richtlinie rausgegeben als Bezirk, auch Tür zu Tür in während Corona und Infostand während Corona. Also wir können da nicht drauf verzichten. Mhm. Also ich meine, ich weiß es selber, es gibt Leute, die mögen es und manche mögen es gar nicht. Und jetzt haben sie noch ein Argument, kein Tür zu Tür zu machen. Und aber das ist im Prinzip der Anfang aller Open-Air-Sprechstunden. Mhm. An der Tür kurz zu sagen, hallo, hier bin ich. Und wenn was ist, ruf mich an. Ne? Es ist echt gut, dass du das Thema ansprichst, weil gerade wir im Ortsverein, wir diskutieren uns da gerade im Kopf und Kragen. Was ist angemessen im Wahlkampf mit Corona? Mhm. Vielleicht sollten wir da noch mal ein paar Minuten gerne für spenden, um genau darüber zu reden. Also du sagst ganz konkret, Klinkenputzen im klassischen Sinne ist auch während Corona noch angemessen. Ich nehme dann stark an mit Mundschutz und so weiter. Ja. Auch ein bisschen Infomaterial. Aber du würdest es noch empfehlen, ja? Auch Infostände in der Öffentlichkeit. Also Tür zu Tür ist ja eigentlich, wenn man es richtig macht, ist ja nicht lange an der Tür rumstehen, sondern heißt ja eigentlich klingeln, zurücktreten,
Tür öffnet sich, man sagt, hallo, wir sind von der SPD, wir möchten darauf aufmerksam machen. Man reicht noch einen Flyer, ein Kuli, was auch immer, und dann ist man ja wieder weg. So, und wenn Sie Anregungen haben, da ist meine Telefonnummer, rufen Sie mich an. Ne? So. Und das ist ja das, was ja empfohlen wird, Tür zu Tür, sonst schafft man ja auch. Also wenn man bei jeder sich eine Viertelstunde aufhält, reingehen ist generell verboten. Und von daher ist das eigentlich mit Corona, unter Corona-Bedingungen machbar. Also klingeln, Mundschutz, zurücktreten, auf 1,5 Meter kann man den Mundschutz ja dann auch mal kurz ablegen, einfach um sein Gesicht zu zeigen, Mundschutz wieder auf und sagen hier und dann mit Einweghandschuhen das Material reichen und dann kann da nichts passieren. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Beim Infostand ist es im Prinzip das Gleiche. Also was halt immer häufig gemacht wird beim Infostand ist Kaffee und sowas, das würde ich nicht machen. Also aus hygienischen Gründen würde ich auf jede Ausgabe von Speisen und sowas verzichten, Kaffee. Aber ich würde ganz normal vielleicht eine gewisse Distanz schaffen mit dem Tisch. Aber letztendlich, das, was wir ja eigentlich nicht wollen, dass sich immer alle hinterm Infostand verstecken. Aber ich glaube, das ist jetzt das, was wir machen müssen, um einfach eine gewisse Distanz herzustellen. Wir sollten auch da das Material mit Handschuhen ausgeben, generell natürlich der Mundschutz. Und wir sollten auch nichts zum Selbstnehmen auf den Tisch legen. Also das sind jetzt so die Empfehlungen, das haben wir auch abgestimmt. Wir sind ja da auch mit den Kollegen bundesweit immer im Austausch und das wäre jetzt unsere Empfehlung. Die Jusos hier in Hessen-Süd haben zum Beispiel jeder Juso-Organisation einen Infotisch gemacht mit einer Plexiglasscheibe. Ach toll. Und das ist zum Beispiel auch was du machen kannst. Die gibt es im Baumarkt, wenn du einen Tisch hast, einen Bistro-Tisch und du stellst da einfach eine Plexiglasscheibe drauf. Der gibt es teilweise mit Ständern, die kann man auch für wenig Geld bestellen. Und dann hat man auch gleichzeitig nochmal so einen gewissen Schutz. Ich habe jetzt in einem Restaurant gesehen, die haben alte Roll-Ups, haben die mit Plexiglas quasi oder so, ist etwas dünnerer Kunststoff gewesen. Die konnten mal so, da stand halt wie so ein Roll-Up im Raum und waren so zwischen Tischen. Und das könnte man theoretisch da auch machen, wenn man sagt, man hat normal seine Bierzeltgarnitur. Es ist ja nicht so, dass wir immer so die High-End-Infostände hätten, sondern es ist ja doch meistens immer auch so, bei uns halt ist halt sozialdemokratisch. Ne? Und dann kann man da vielleicht auch noch mal mit so einem Roll-Up arbeiten, dass man sich zwar sehen kann, aber doch eine gewisse Distanz ist. Also was wollen wir denn machen? Wir können nicht unsichtbar bleiben. Außer halt nochmal flyern. Aber da ist ja auch klar, wo steht keine Werbung, heißt keine Werbung. Und da ist in Städten inzwischen 50-60%, die du nicht mehr erreichst. Ne? Ja, wir diskutieren jetzt auch sehr häufig über das Vorgehen im digitalen Wahlkampf. Es ist ja auch ein Schlagwort, das jetzt zunehmend an Bedeutung gewinnt. Wir mussten uns nochmal neu positionieren in den sozialen Medien, sind da inzwischen aber auch sehr gut aufgestellt. Wir sind jetzt zum Beispiel nicht nur auf Facebook, sondern auch auf Instagram aktiv und versuchen darüber, also gerade auch nochmal jüngere Menschen zu erreichen. Allerdings, wenn man sich natürlich auch den Aufbau unserer Partei und der Genossinnen und Genossinnen anguckt, wir haben da Leute, die sind technisch extrem fit. Wir haben da Leute, das sind waschechte Millennials, die können in 2 Sekunden da Postings raushauen, da brauche ich echt lange für. Und dann haben wir Leute ohne E-Mail-Adresse, ja, weil kein Internet zu Hause wird einfach nicht benötigt, nicht genutzt. Und das ist natürlich, also da alle, allein die eigenen Genossinnen und Genossen alle zu erreichen, ist jedes Mal wieder spannend, weil man jemanden braucht, der sowohl weiß, wer hat keine E-Mail-Adresse, wer kann da den Brief dann einwerfen oder vorbeibringen. Nichtsdestotrotz gibt es auch gerade von den Jusos, hatte ich einen tollen Workshop mitgemacht, wo es gerade um die Frage ging, wie baue ich einen digitalen Wahlkampf auf? Mit dem Live, der war da. Ja, genau. Ja. Von dem habe ich die Woche auch nochmal an der Schulung teilgenommen. Und
Aber der sagt ja, du hast ein zentrales digitales Element und das ist die Homepage. Und Richtig. alles andere sind quasi Abfallprodukte, die du dann weiter verteilst. Also Nice entweder to der have. Link, das, ja, nein, schon, du machst aber keine doppelte Arbeit oder dreifache Arbeit. Und das ist halt das Thema. Und was halt auch ist, und das dürfen wir nie vergessen, die Aufmerksamkeitsspanne. Also ich sage mal, meine Kinder sind jetzt 16, 17, 21. Also wenn ich sehe, wie die am Handy, und das hat er dann auch bestätigt, 1,7 Sekunden ist im Prinzip die Aufmerksamkeit, die du an einem Ding hängen bleibst. Ne? Die gehen auch, zack, rums. Und was die in diesen 1,7 Sekunden nicht erfasst haben, das kommt bei denen auch nicht an. Deswegen also so ellenlange Kommentare in Facebook oder auf Instagram, das ist einfach, das ist ein Bild, zack, bumm. Ne? Und die Inhalte, und da kannst du eigentlich wirklich nur, wenn jemand Interesse hat, gehst du dann wieder auf die Homepage und verlinkst das dann, um es dann halt entsprechend auch nochmal für den etwas geduldigeren Leser nochmal und der sich mit dem Thema beschäftigen will, nochmal irgendwie greifbar zu machen. Ne? Aber es, also ich glaube, es wird überschätzt, das Digitale, es kommt immer mehr, das ist klar, aber es muss ein aus allem was sein. Es muss das Papier, was man in der Hand hat, sein, es muss die Homepage sein, es muss Instagram sein, keine Ahnung, aber oder die Zeitung. Ja, und das ist halt das Arbeitsintensive, dass man so viele Kanäle bedienen muss, um halt irgendwo anzukommen. Und deswegen muss man gucken, dass man die Ressourcen da einfach schont und eine zentrale Plattform hat und von da die Sachen dann verteilt. Ne? Und du würdest auch, so wie ich dich jetzt richtig verstanden habe, eher bevorzugen, den direkten Kontakt zu suchen, anstatt den digitalen Kontakt. Oder Nein, du bist du musst da beides. ganz, ja, Die okay. Jugendlichen erreichst du ja nicht. Da kommt ja keiner zum Infostand. Also wir hatten Glück. Wir hatten einmal einen Konflikt mit Jugendlichen in der Schule in einem Stadtteil. Da saßen halt in den Sommerferien 30 Jugendliche. Die haben da nichts Großartiges, einfach sich da getroffen. Aber letztendlich war das ein Spielplatz, der eigentlich bis 20 Uhr noch für Kinder war. Und dadurch kam der Konflikt. Und dadurch sind wir halt auch mit diesen, das haben wir super geregelt und haben auch alle mitgeholfen. Also wir haben auch gesagt, ja, wir wissen, ihr habt nichts, bleibt ruhig da hocken, aber kommt erst um 8. Dann ist da kein Kind mehr und dann könnt ihr da, und das hat dann auch alles geklappt. Und die haben wir dann tatsächlich mal erreicht. Aber ansonsten kommen die nicht zum Infostand. Das kannst du vergessen. Aber da musst du wirklich, da kann man über Instagram durchaus was erreichen. Nee, nee, es muss ein Mix aus allem sein. Ne? Ja, also meine persönliche Meinung. Ja. Ja, mit den Worten zum Wahlkampf wäre ich auch schon am Ende. Möchtest du noch was loswerden? Ganz dringend, oder hast du noch Bedarf zum Thema Wahlkampf noch was zu sagen, den Genossinnen und Genossen, aber auch den anderen Zuschauerinnen was auf dem Weg mitzugeben? Lass mal gucken, ob wir irgendwas vergessen haben. Also vielleicht noch mal die Botschaft. Weniger ist mehr. Gespräch ist besser als irgendeine aufwendige Veranstaltung mit dem Titel, den schon keiner versteht. Also das wäre so, was ich sage. Und dann ist es auch gar nicht so schwer. Also wir haben ja im Vorgespräch auch über diese Veranstaltung Plastikfrei im Alltag gesprochen. Wir können groß intellektuell über Umwelt und alles reden, aber jeder hat doch das Bedürfnis, in seinem Umfeld, in seinem Haushalt irgendwas zu ändern und braucht manchmal einfach nur mal eine Idee, wie er das machen kann. Und daraus ergeben sich die großen Dinge. Und es gibt auch Ebenen und Gremien, die sich mit diesen großen Dingen beschäftigen müssen. Aber ich glaube, wir als Kommunalpolitikerin, wir müssen einfach Hinweise, Anregungen, offene Ohren geben für Dinge, die die Menschen jeden Tag bewegen und das, was manchmal ihnen das Leben auch schwer macht. Und von daher, glaube ich, machen wir alles soweit richtig. Das sind wahnsinnig schöne Worte zum Abschied und auch ein Appell. Auf jeden Ein wirklich Fall. wichtiger Appell für die nächsten Wochen und Monate, die da auf uns zukommen werden. Christina, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Interview heute bei dir. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen, was ich in meinen Ortsverein mitnehmen werde.
Und ich hoffe, wir konnten auch noch andere Leute ein bisschen inspirieren, noch einmal über die kommenden Wochen und Monate mit dem Wahlkampf nachzudenken. Das würde mich auch sehr freuen, ja. Darum vielen Dank an dich. Ich danke auch. Und wir verabschieden uns an der Stelle und sehen uns wie immer in 2 Wochen. Tschüss!